And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword, The Shadow of the Templars. We are still in Ireland. Last time we have found... We had an encounter with the Killer Khan. But we tried to fool him. And we also found the gem that Khan was looking for. Ein großer blauer Edelstein. Yeah. The gem of Professor Pegram. That Sean Fitzgerald was supposed to deliver. Unfortunately, he was probably killed. We don't know that, but... Well, he could be still alive, but it's not likely. Es ist unmöglich, den Schalter wieder in die frühere Stellung zu bringen. Das Auto des Leprechauns hat die Plastikabdeckung zerbrochen. Darunter kann man einen Schalter sehen. So we also have to fix the pump. Hey, McQuire. Was? Look what I found. Willst du den Edelstein mal aus der Nähe sehen, McQuire? Nee, bestimmt nicht. Das ist was für Mädchen. Das sollten sie mal besser verstecken, Mister. Ja. Yeah. Was ist, wenn der Kobold zurückkommt? Dann stecken sie voll in eine Scheiße. Ich glaube nicht an Kobolde. Unter dem Kostüm steckt ein verrückter Mörder. Geil. Was hältst du von meiner Taschenlampe? Nicht sehr helle. Passt zu ihnen. Ah. Oh. Bis später dann. Okay, Mister. I don't think we can actually leave Ireland by leaving. We have to complete. Yeah. We have to do what we have come here for. That means we have to get into the castle. But we should probably actually call Nicole and tell her that that the killer is here and that we have got the gem. Hallo, Collard, j'écoute. Nico? Wer spricht da? Ich bin's, George. Bist du okay? Ja, natürlich. Na gut, pass auf dich auf. Ich bin bald zurück. Schön. Danke für den Anruf, George. Irgendwelche Anzeichen von unserem Freund, dem Clown? Allerdings. Er erschien hier verkleidet als Leprechaun, als irischer Kobold. Was? Hat er dich gesehen? Er ist zurückgekommen und hat mit mir geredet. Du bist verrückt, George. Der Killer weiß, wer du bist? Immer mit der Ruhe. Er war nicht hinter mir her, sondern hinter Pegrams Edelstein. Indeed, the killer, he has seen us. So it was surprising that he just, didn't kill us. But he did not. Hallihallo. And strangely enough, the piece of wire that we stole from him has reappeared. Was? Was machen Sie denn da? Das ist eine Halskette, Jungchen. Oh, klar, aus Stahldraht. Richtig, eine Halskette für meine Süße. Wenn mein kleiner Liebling fühlt, wie sich die Kette um den schlanken Hals legt, gehört sie mir ganz allein. What are you talking about? Wenn ich eine Frau wäre, also mir würde so eine Drahtkette nicht gefallen. Ist auch nicht für eine Frau. Ich habe Gelüste auf was Besseres als Frauen. Fleisch, so zart und weich wie das einer Jungfrau. Knochen, so weich und weiß wie bei einem neugeborenen Kind. Are you talking about Kaninchen, fish? Junge. Ah, okay. Das heizt mich an, Mann. You are sick, old man. I mean... Not just physically, but mentally.
and morally. Sie machen also Schlingen, um Kaninchen zu fangen. Genau. Haben Sie ein Problem damit? Und ob ich das habe, tut das nicht ganz verdammt weh? Nur wenn ich meinen Finger reinkriege. Ich rede über die Kaninchen, tut es Ihnen sehr weh? Darauf können Sie Gift nehmen. Sagt Ihnen dieser Edelstein etwas? Mann, schau dir das an. Hübsch. Erkennen Sie ihn? Nein. Was halten Sie von dieser Taschenlampe? Sehr nützlich. Könnte was bringen, wenn's dunkel ist. Wie viel wollen Sie dafür? Die ist nicht zu verkaufen, die gehört Leary. Hätten Sie Verwendung für dieses Handtuch? Ich schon. Okay. Bis dann. Maybe we can steal another wire from him. I have the feeling that we might actually have to use that wire. We can't actually. We can't take it, so. Well, the game apparently has no need for a second wire. Ich will gerade nach der Pumpe greifen. So eine Unüber. Entschuldigung. Ja, Sir? Ich. Rufen Sie. Die Spülmaschine platscht und blubbert wie ein alter Mann in einem Sprudelbad. Die Spülmaschine anfassen? Da kann ich meine Hand auch genauso gut in einen Mixer stecken. Mit Stolz in den Augen bewundere ich den von mir reparierten Stecker. Meiner. Ein Stecker, der an der Spülmaschine. Okay, I don't know what to do here. Let's go to the castle. Maybe something has changed. Maybe the guy has gone and we can simply climb up the haystack, even though I doubt that it will be as simple as that. But let us see. Maybe it is in fact that simple. No, the guy is Aya. Hi, ich bin's wieder. Das sehe ich. Was wollen Sie diesmal? There has been an attempted murder. Haben Sie einen roten Sportwagen die Straße runterkommen sehen? Ich habe einen roten Blitz gesehen und den Krach gehört. War ein furchtbares Geräusch. Ein Sportwagen, sagen Sie? Ein Ferrari, um genau zu sein. Ein Rennwagen? Und was macht er hier? Der arme Kerl hat sich bestimmt verfahren. No, he hasn't. Der Fahrer des Ferraris hat einen Unfall verursacht. Ach ja? Yeah, er hat jemanden vor der Bar umgefahren. Was für ein Idiot. Wie konnte sowas passieren? Er war zu schnell. So schnell, dass er direkt unter das Auto gerannt ist? Ich meinte, das Auto war zu schnell. Der Idiot hätte das Auto doch wenigstens hören müssen. You might know the victim. Vielleicht kennen Sie ja den Mann, der vom Ferrari angefahren wurde. Er heißt Sean Fitzgerald. Oh, den kenne ich wohl. Das ist mein Neffe, der Idiot, der meinen Heuwagen beladen hat. Hat ihn das Auto voll erwischt? Oh nein, anscheinend war er nicht verletzt, aber er wurde entführt. Das ist ja eine Erleichterung. Wow, I'm actually genuinely shocked about the lack of empathy by that man. Wollen Sie Ihren Neffen nicht suchen? Wozu? Nach dem, was Sie erzählen, ist es eh zu spät. Are you insane? Sie könnten die Sache der Polizei melden. Lieber nicht. Und überhaupt, was sollen die denn dabei tun? Sie könnten eine Suche organisieren. Die beiden haben zusammen mal gerade ein Fahrrad. In Sachen besserer Beschleunigung würde ich mein Geld jederzeit auf den Ferrari setzen.
Okay, I just want to... Right now, I would love to beat the shit out of this guy. I mean, I can't believe what he said. Ich denke, Sie sollten wissen, in was Sean hineingeschlittert ist. Ich bin nicht sicher, ob ich's wissen will. Aber Sie sind sein Onkel, sein eigen Fleisch und Blut. Sie haben ja recht, aber was soll ich machen? Wenn ich den Heuhaufen hier nicht bewache, kommt vielleicht so ein Idiot und versucht hinaufzuklettern. Das ist ein schreckliches moralisches Dilemma. Hier bleiben und diese potenziell tödliche landwirtschaftliche Konstruktion bewachen? Oder sich auf die Suche nach dem Superneffen zu machen, nach jenem Mann, der für genau diese Gefahr verantwortlich ist? Darüber muss man erst einmal nachdenken. Wieso? Da gibt es doch überhaupt kein Problem. Sie haben recht. Warum habe ich nicht gleich daran gedacht? Wir reißen den Heuhaufen einfach ab. There's a second option. I could simply guard it for you. Sie müssen den Heuhaufen doch nicht demolieren, nur um nach Sean zu suchen. Ich bleibe an Ihrer Stelle hier und warne alle, die dämlich genug sind, darauf zu klettern. Fantastisch! Ich denke, ich sollte meine Nachforschungen in der Bar beginnen. Yes, you should do that. Er zog in Richtung auf McDavid's Bar los und gab mir Gelegenheit, mich mit dem Heuhaufen zu beschäftigen. Now we have, well, eliminated one obstacle. I don't think it will be as easy as just climbing this haystack. Let's find out. Der Stapel aus Heuballen reicht bis kurz unter den Rand der Mauer. Ich kann mich recken, so viel ich will. Die Mauerkrone ist außer Reichweite. Was mir fehlt, ist ein Stück aus Alice Wunderland. We need some tool. We could try to combine the towel with this. Das ist keine gute Idee. Or not. Vielleicht doch nicht. Auf gar keinen Fall. Okay, let's have a look around. Über meinem Kopf klafft eine Lücke in der Mauer, wo die massiven Steine herausgefallen sind. Ich stecke meine Finger in den schmalen Riss. Er führt etliche Zentimeter in die Mauer hinein. There's a crack. I bet we can put our tool into this crack. Aha! Ich stecke das Ende des Werkzeugs in den Riss und schiebe den Deckelheber mit Schwung hinein. Er bleibt in der Wand stecken und sieht wie eine extra dafür gebaute Trittstufe aus. Okay, let us just hope that it won't come loose. Here we go. Aha. Into the castle we go. The next problem. A scary looking goat. Ich habe noch nie eine fieser und gemeiner aussehende Ziege gesehen als diese hier. I tend to agree. Ein rostiges Stück Eisen, vielleicht ein Teil von einem Pflug oder etwas ähnlichem. Maybe this could be useful. Or we could, the goat could nearly, we're not dead, that's a relief. We need to get rid of this goat. Could smack it in the head with the towel. Or not. We could give it a buzz. Can we get down this, cellar or what? No. Well,
When we'll come back, folks, we'll figure out how to deal with this goat. So until next time, folks, until then.